Silent Hill 2. Auf vielfachen Wunsch werde ich es einfach weiterspielen. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Folge 2. Wir gruseln uns weiter. Nils auf Tortur. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, was hier Phase war. Wir befinden uns in dem Raum, wo man speichern kann. Hier haben wir auch gespeichert, nehme ich an. Deswegen sind wir hier wieder zurückgekommen. In den Apartments. Und ich glaube, wir sind hier erst kürzlich überhaupt reingekommen, oder? Das sieht immer noch sehr gut aus. Jetzt müsste ich mal kurz überlegen, weil es schon eine Weile her ist, wo ich hier überall schon war. Hatte ich das hier schon so durchsucht? Nee. Offensichtlich nicht, sonst wäre das ja schon offen gewesen. Hier läuft nichts mehr in der... Was ist denn das? War ich das schon? Ah, 3 Bright Coins. Was ist denn das? Das ist ein Rätsel, eine Rätseltruhe, eine Rätselkommode. 3 Bright Coins in the 5 Holes B. First sits the maiden underneath the tree. The wind from behind the maiden doth blow. A beautiful flower alone has to grow. And here comes the man, so sleek and so fine. In the pale moonlight his eyes doth shine. Ja, das klingt mir natürlich sehr rätselhaft. Aber es gibt dann ganz offensichtlich diese 5 Scheiben. Vielleicht auch 6. Weiß ich nicht. Die muss man in der richtigen Reihenfolge da reinstecken. Und dann passiert irgendwas Lustiges. Du bist nur rein und hast gespeichert und beendet. Valbion, du bist ein Schatz. Dann haben wir nichts verpasst. Okay, das ist auf jeden Fall ein Rätselraum. Knüppel. Muss man immer dabei haben. Okay. Dann wissen wir auch, das war beim letzten Mal auch so, dass in dem Rätselraum ein Safe-Punkt war. Ich könnte natürlich jetzt einmal noch speichern, wo wir das gemacht haben. Jetzt gehen wir hier raus. Falls wir sterben, müssen wir den Punkt nicht nochmal machen. Und dann gehen wir jetzt mal hier raus. Ach Gott, das ist sowas von gruselig. Ich habe natürlich auch sehr viel Scheinwerfer im Gesicht, sodass ich in der Dunkelheit gar nicht so gut gucken kann. So, da war der Eingang. Da sind wir reingekommen, glaube ich. Lol, ich habe gerade ein Achievement bekommen. Ihr seht es nicht, weil ich davor sitze. Versuche 50 Mal eine verschlossene Tür zu öffnen. Ich habe, dafür gibt es ein Achievement. Oder sind wir hier reingekommen? Ne, warte, hier geht es eine Treppe hoch. Och Gott, das ist ja richtig groß. Guck mal, durch puren Zufall landet das Wasser aus der undichten Decke hier in diesem kleinen Blumenbeet. Nur leider wächst da nichts mehr. Eine Notiz. Sehr geehrte Anwohnerin, bezüglich Ihrer Beschwerde über die Schüsse. Aus Apartment 217 haben wir mit dem Mieter Kontakt aufgenommen und er hat uns versichert, dass er keine Schusswaffen besitzt. Er war sehr kooperativ und gewährte uns Zugang zum Apartment. Er hatte recht, denn wir haben keine Waffen und auch keine Spuren von Waffengebrauch gefunden. Sollten die Geräusche andauern, informieren Sie bitte den Hausmeister. Mit freundlichen Grüßen die Verwaltung der Woodside Apartments. Ja, ganz genau. Ihr habt, als wenn ihr alle Räumlichkeiten, alle Verstecke in so einem Apartment durchwühlt habt. So eine kleine Waffe kann man doch auch gut verstecken. Geht's hier wieder raus? Nö. Da geht's nicht mehr raus. Hier lungern die bestimmt immer rum, die Leute dann abends auf dem Bierchen. Bevor ich jetzt hochgehe, will ich einmal das Erdgeschoss in Gänze ablaufen. Also ich meine, da müssten wir reingekommen sein. Dann gehen wir nochmal in die Dunkelheit. Ich habe Angst, ich sehe nichts. Zu hell in meinem Gesicht. Oh, hier geht's auch wieder raus. Das mache ich aber noch nicht. Der Waschraum. Was? Fuck. Ähm,
Warte mal ganz kurz. Also erstmal hat mein Funkgerät sich gemeldet. Das heißt, hier in der Nähe sind irgendwo Abscheulichkeiten. Aber jetzt wollte ich noch einmal ganz kurz checken, wie geht das denn mit der Waffe? Also das ist der Park. Der Park, das Apartment, so rum. Das ist die Besenkammer. Das heißt, was ist das? Das ist der Raum mit dem Speichern und dem Rätsel. So, wie kann ich jetzt meine Waffe wechseln? Ne, das ist noch das. Ja, ich weiß, genau, okay. Wie kriege ich denn jetzt... Ich hatte doch eine Pistole, oder nicht? Entschuldigen Sie bitte. Nein, ich habe nur die Pistolenkugeln. Ich habe die dazugehörige Waffe ja noch gar nicht. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte vielleicht schon eine Waffe. Schätze ich raus. False Memory. Oh fuck, hier irgendwo lauert das gammelige Drecksvieh rum. Und ich sehe so wenig. Fehlt mir jetzt der Schlüssel oder was? Ja. Dann bleibt uns, glaube ich, nur noch der Weg nach oben. Wir spielen auf dem PC, deswegen weiß ich nicht, ob es auf der PlayStation gut läuft. Haben wir hier noch irgendwas? Nope, okay. Dann. Let's go. Treppe hoch. Da das Radio da in der Besenkammer anging, gehe ich mal davon aus, dass direkt da drüber diese Grässlichkeiten auf uns warten. Oh fuck! Hello? Is anyone there? Oh, ich befinde mich im Gruselbereich. Scheiße. Dieser latente Horror hier, diese durchgehende Bedrohung. Okay, also erstmal hier die Apartments. Fuck, hör auf! Oh! Ich glaube, ich muss Gamma gleich höher stellen. Das ist mir hier zu gruselig. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, diese Notiz über dieses Apartment, ne? Ich glaube, dass ich in dem Apartment die Waffe finde. Die haben einfach nicht richtig geguckt oder gar nicht. Scheiße, hier ist doch wieder irgendwas drin! Oh, das ist einfach zu gruselig! Das geht nicht! Ihr könnt nicht den Scheinwerfer auf mich richten auf diese Art und dann so Puppen da so reinmachen. Oh! Oh, hier mit... Oh, nee. Gänsehaut habe ich. Ich habe wirklich gerade richtig Ganzkörper-Gänsehaut. Oh. Oh, fuck you. Oh, warum? Weil ich hab doch gedrückt. Der hat auch so... Was hat der denn für Beine? Stummel... Was macht der denn da? Der hat alles davon getanzt. Fuck! Fuck! Ich muss was essen. Wie kann ich nochmal essen? Ich hab vergessen, wie man isst. Sag mir, wie man isst. Ich hab's vergessen. Fuck, ich seh nichts mehr. Oh! Fuck! Wie esse ich nochmal mein... So, mit Dreieck. Oh. Warum? Mit Ansage. Ich wusste, dass das geschieht. Aber ich habe nichts gesehen. Oh, lecco mio. Warum müssen die mich denn... Ich will neue Klamotten. Ich glaube, ich musste den anderen Snack auch nochmal nehmen, ne? Ich hätte vielleicht direkt den Großen nehmen sollen. Oh, das war so klar, dass das passiert. Ich habe nichts gesehen. Leute, ich glaube, ich muss ein bisschen... Einfach, weil ich zu viel... Licht im Gesicht habe. Wo kann ich denn die Gamm... Ah. Warte mal. Hallo? Einstellung?
So. Ja, da war ich doch gerade schon. Wieso ist denn hier kein Gamma mehr? Hallo? Hallo, 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 hallo? Gamma-Einstellung. Kann ich nicht. Geht nicht mehr. Um ehrlich zu sein, da kaufe ich mir gerade einfach nur Zeit, um mich von der Gruseligkeit ein bisschen zu erholen. Relativ weit um. Was? Echt? Gamma-Kalibrierung? Habe ich es nicht gesehen? Ich bin einfach noch zu sehr gegruselt. Wo ist es? Da! Ach, ich dachte, das ist nochmal eigener Unterpunkt. Ich dachte, das sieht man direkt. Ein bisschen mehr Gamma muss sein. Ich will euch das nicht ruinieren, aber wir machen mal auf 3. Mal gucken, ob es okay ist. Ihr müsst sagen, wenn es euch zu viel Gamma ist, dann sagt gerne Bescheid. Ich will euch nicht das Sehvergnügen ruinieren. Aber es ist doch angenehmer, ein bisschen was zu sehen. Für mich. Könnt gerne ein Feedback geben, ob es zu viel ist für euch. Ihr guckt ja da. Oh, guck mal da. Da muss man dann doch nochmal einen genaueren Blick reinwerfen. Da ist ein Lichtschalter, aber das interessiert das Spiel überhaupt nicht. Okay. Puh, Gruselort. So, was ist jetzt hier mit dem Ding? Weiter. Ist recht milchig jetzt, höre ich gerade. Könnt ihr das bestätigen? Oh nein, ich höre schon wieder. Etwas zu weiß. Okay, pass auf, dann mache ich wieder ein bisschen runter. Da, Gamma-Kalibrierung. Nochmal wieder ein bisschen runter gemacht. Och, ich bin einfach ängstlich. Ist es so besser? Besser? Sehr gut. Dann haben wir uns ja vielleicht auch was geeinigt. So, hier ist 202, das sind die Schaufensterpuppen. Oh, das ist echt ganz echt, das ist ja wohl so spooky einfach gerade gewesen. Hab ich da irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Puh. Jedenfalls haben wir die Taschenlampe, das war ja offensichtlich der wichtige Gegenstand. So, da kommen wir eine Etage höher. Das ist er natürlich nicht. Boah, ey. Grusel, Grusel, Grusel. Da ist nicht mal ein Türgriff. Ton ist leise, ihr könnt auch mehr Ton bekommen. Aber beschwert euch nicht, wenn es irgendwann, wenn irgend so ein Monster kreischt oder so. Was steht hier drauf? Heavy Viper. Heavy Viper. Ja, nochmal ein bisschen mehr Patronen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in dem Apartment die Pistole kriegen, was wir da in dem Brief da im schwarzen Brett gesehen haben. Hier hat jemand definitiv auch ein Ordnungsproblem. Jo, also genau da war, kam man nicht rein. Wir haben jetzt ja einen Schlüssel haben wir bekommen. Warte, hier waren wir. Das ist der zweite Stock. Ich würde jetzt auch nicht ausschließen wollen, dass in der Zwischenzeit jetzt hier wieder Monster aufgetaucht sind. So, welche Tür? Da kamen wir her. War das die Tür? Nee. Ein Müllschacht ist ja eigentlich ein... Oh, warte mal. Guck mal da. Versteckt. Da. Ha. Man muss dann doch relativ dicht ran.
dass dieser weiße Punkt aufploppt. Wahrscheinlich habe ich schon das eine oder andere übersehen. Weil man ja auch einfach panisch ist. Das ist leider so. Stand da jetzt nochmal drauf? Nee, das war das andere Brenn. Welcher Raum das genau war? Wo hatte ich das gelesen? Grusel. Ja, hier. Müllschacht-Hochschlüssel. So. Wo seid ihr? Das verbarrikadiert. Da ist noch eine Tür. Warnung, Müllschacht außer Betrieb. Bitte nicht benutzen, bis das Problem behoben ist. Ja. Okay. Da ist was drin. Irgendwo knarzt es. Hier komme ich doch hoch, oder nicht? Ich kann auch hier durchs Fenster. Hallo? Das ist der Trick. Ich bin kurz verwirrt. So, hier ist auf jeden Fall Ungeheuerliches, was auf mich wartet. Fuck. Hab Angst. Oh Mann, ich hab schon eine Gänsehaut. Fuck. Fuck. Oh, es gruselt mich. Seid ihr auch gegruselt? Irgendwas springt mich hier gleich an, ich weiß es. Wehe, da bricht was durch eine Tür oder so von hinten, dann bin ich raus. Wo? Im Schrank! Komm raus! Irgendwo geht gleich die Tür auf. Oh, Kakerlakengesicht. Ach, das war's schon. Für den Moment. Oh Gott. Nicht, dass ich hier noch hysterisch werde. Eine alte Zeitung. Mord an den Locaine-Geschwistern. Täter begeht Selbstmord in Haft. Walter Sullivan, der Täter des jüngsten Mordfalls, wurde tot aufgefunden, nachdem er sich am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle das Leben genommen hatte. Laut Polizeibericht wurde Sullivans Tod durch Blutverlust verursacht. Er hatte sich die Halsschlagader mit einem Suppenlöffel durchtrennt, der 2 Zentimeter tief in seinem Halse steckte. Sullivan wurde am 18. dieses Monats wegen der brutalen Mordes an Billy und Miriam Locaine festgenommen. Ein ehemaliger Schulkamerad von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River nahm den mutmaßlichen Täter nicht als Kindermörder wahr, gab jedoch zu, dass Sullivan kurz vor seiner Verhaftung unter schwerer Paranoia gelitten habe. Herzlich willkommen, Rocket Beans, beste Freunde der Welt. Ihr holt mich komplett aus meiner Gruselfalle. Ich bin gerade wirklich dem Grusel in die Falle getappt. Dieses Spiel ist schaurig und ich bin Schisser. Deswegen funktioniert es leider. Ich spiele zum ersten Mal Silent Hill. Ich vermute hinter jeder Ecke vermute ich den Tod, das Monster und dementsprechend zäh zieht sich das hier, weil jeder Schritt ist von Angst begleitet. Herzlich willkommen zu Silent Hill 2, Folge 2. Vorhin weiß ich noch nicht. Schön, dass ihr da seid. Ich habe vorhin ein bisschen reingeguckt. Bei Rocket Beans selbstverständlich. Und weiß, dass es Mario Party gab, ne? Neues Mario Party. Ich glaube nicht, dass man einen größeren Kontrast erleben kann zwischen einer lustigen Runde quietschbuntes Mario Party und Nils schissert sich alleine durch Silent Hill. Also es ist schon auf jeden Fall ein ziemlicher Stretch, den ihr hier mitmacht. Aber zwingt euch ja keiner zu bleiben. Hallo Kila Care, was geht ab, Björn? Und wir lesen kurz weiter. Er plapperte allerlei seltsames Zeug vor sich hin. Wie, er versucht mich umzubringen. Er versucht mich zu bestrafen. Das Monster, der rote Teufel. Vergib mir, ich habe es getan. Aber das war nicht ich.
Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, war er wohl irgendwie verrückt, erinnert sich der Schulkamerad. Huch, weil Walter Sullivan. Gibt's auch eine Sportseite? Sport und Mord. Oh, das wäre mal eine gute Tageszeitung. Sport und Mord. Also dann wäre echt das noch genau die Sachen, die die Leute interessieren. So, hier rauscht es nicht mehr. Das heißt, wir können uns jetzt hier in Ruhe umgucken. Ist das hier staubig und zerfallen. Noch mehr Munition. Ich hoffe, ich habe das Gewehr bislang oder die Pistole bislang noch nicht übersehen. So, dann in Ruhe. Mal auf dem Klo umgucken. Zum Glück keine Leiche im Becken. Eieiei. Oh, die ist sogar offen. Ist das der Flur? Oh, ja. Uff. Dann erstmal hier. Geht nicht auf, okay. Wir befinden uns hier. 112. 109. So. Ich hoffe mal, es gibt in diesem Spiel keine Monster, die ohne Radio-Ankündigung über mich herfallen. Das würde mein Angstlevel auf unerträgliche... Ach du Scheiße. Hallo? Hallo, hallo? Ah, du Arsch! Da! Warum? Oh, du mieses... Du mieses Beingesicht! Ah, oh, du Bein... Gemeines Beingesicht! Ah, panisch. Warum? Oh, das, oh Gott. Hat mir nicht gesagt, dass ich... Das Radio. Boah, meine Güte, ey. Ursula, was ist los? Die heilige Sankt Ursula, die Schutzpatronin der Verängstigten. Warum? Oh, hab ich leicht schweißnasse Hände. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig. Hier ist ein Einzelbett. Ist das ein Gästeraum? Weiß man nicht. Oh, gibt's hier vielleicht einen Geheimgang? Das zu. Oh, meine Güte. Ich lasse mir dann auch wirklich Zeit, weil das ist die Zeit, die ich jetzt hier rumsuche, ist die Zeit, um wieder runterzukommen. Ich hatte mich relativ sicher gefühlt, weil ich dachte, okay, das Radio meldet sich ja nicht. Aber diese Beingesichtigen... Irgendwie reagiert das Radio jetzt nicht so intensiv auf die, oder ich habe es... Weiß ich nicht, überhört oder so, aber das war jedenfalls so eine sehr, sehr, wenn dann eine sehr späte und subtile Warnung. Da muss ich nochmal mit dem Radio reden. Oh fuck, es ist auch einfach so dunkel. Ich habe vergessen, aus welcher Richtung ich kam. Was? Fragezeichen? Ja, ich glaube, das ist richtig hier. Puh, meine Güte. Oh, ich höre es doch hier schön herumkrakeelen. Das ist doch hier wieder so eine Situation, wo sich von hinten was anschleicht. Ich untersuche hier die... Oh, da ist der Schlüssel. Jetzt krapsche ich da rein oder irgendwas passiert doch jetzt. Oh, das ist doch... Na, jetzt reißt mir einer wie bei Friedhof der... wie bei... Ja, ich wusste es! Du mieses Schwein! Ich wusste es, dass das passiert. Mit Ansage tritt die mir auf den Fuß mit ihren pinken Chucks. Ich wusste, dass das passiert. Jetzt komm ich... Ja, what's a kid doing here? Ah, Mann. It's not Knight Rider. What is a kid doing here?
dieser Balk. So, hier, geh mal rein jetzt hier. Okay, puh. Nochmal einmal zurück und gucken, ob ich hier alles habe. Hier war ja alles zu, ne? Nicht, dass hier auszusehen eine Tür. Ey, warte mal. Fuck, war ich in der drin? Ja, das war der. Nee, warte, doch. War das der. Fuck, war das. Nee, doch, da war ich doch schon. Da kam ich durch das Fenster, genau. Deswegen gehen wir jetzt. Hier. Ach so, hier war es zu. Ja, okay. Ich befürchte, dann haben wir ja alles. Wie kann denn das sein? Zu. Und da komme ich dann aber raus, okay. Und da komme ich auch raus. Dann nehmen wir den regulären Eingang und kraxeln nicht durchs Fenster. Also was ich sehr gut finde, ist, dass jede Tür, die man einmal anstupst, dass die dann verzeichnet ist als geschlossen, sodass man sich das nicht merken muss. Eine nette Hilfe. Boah, wie, das ist so eine Erleichterung, wieder im Freien zu sein. Mit ein bisschen mehr Licht und ein bisschen mehr Raum. Auf das man nicht sofort überrascht werden kann. Das sinkt das Stresslevel direkt um einige. Was ist die Einheit für Stresslevel? Oh, da oben ist ein Feuerleiter. Fuck! Das war das Kind. Ach du Scheiße. Kind! Blondie-Kind! Fuck! Wo? Was? Achso, das hatten wir doch vorhin hier auch. Scheiße, warte mal, die Tür ist offen? War die vorher schon offen? Angst. Fuck! Mega Angst! Fuck! Angst 1000! Fuck! Warum? Oh fuck. Ich sehe vorhin gar nichts! Wehe von hinten. Wehe von hinten. Wehe von hinten. Dann höre ich auf. Ich traue mich nicht umzudrehen, aber. Fuck. 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 Fuckity. Fuckity fuck. Oh, ich werde auch, glaube ich, richtig. Sprachlich drifte ich in unangenehme Gefilde ab, weil sich meine Angst in Kraftausdrücken widerspiegelt. So, das ist ein Rätsel. Offensichtlich. Oh, ist das gruselig. Ein Hochzeitskleid. Warum sind Hochzeitskleider in solchem Kontext immer so arg unnötig gruselig? Griff mit goldenem Apfel nehme ich. Hochzeitskleid zu verkaufen, ungetragen. Das sind auch so kleine Kurzgeschichten mit wenigen Worten. Warum ist das Hochzeitskleid ungetragen? Ist die Hochzeit geplatzt? War der Bräutigam untreu? Ist der Bräutigam verstorben? Ist die Braut verstorben? Oh, der hier muss aber mal Schimmelpilz bekämpft werden. Sowas ist hier, gibt's hier nichts zu looten? Spülmaschine nicht ausgeräumt? Uff. So, hier geifert das. Ich höre das. Ich höre die Kieferknochen mahlen. Hier ist irgendwas. Liegt da was im Bett? Scheiße, weh, da liegt was im Bett. Ach. Hier ist auf jeden Fall noch was. Angst, Angst, 3050. So, wehe, 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 wehe. Wo ist der Schlüssel? Gib, 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 gib. Na, ich weiß doch, was passiert. Tür ist offen. Irgendwas kommt. Wehe, es kommt was.
Aus der Tür. Ja, ich sehe es tapseln. Nee, das war das Scharnier der Tür. Erstmal cleare ich den Raum, bevor ich loote. Boah. Okay. Das ist das Kinderzimmer gewesen. Hier hat das Mädchen gewohnt. Und warum hat das Mädchen diese Tabletten? Das ist das Kinderzimmer. Wieso hat das Mädchen diese Tabletten? Das ist unverantwortlich. Von den Eltern. Oder das Kind hat die gemobst. Hm. Quite the artist. Was haben wir da? Eine Regenwolke. Guck mal, es gibt zwei Hasen. Der eine Hase ist unglücklich und da über dem Kopf ist eine Regenwolke. Auf der rechten Seite des Flusses ist ein glücklicher Hase. Also es ist schon interessant. Also es trennt die beiden ein Fluss. Es könnte derselbe Hase sein. Auf der einen Seite des Flusses ist er todunglücklich. Auf der anderen Seite des Flusses ist er glücklich. Es könnten zwei unterschiedliche Hasen sein. In jedem Fall sind es zwei Gemütszustände. Es könnte doch sein, dass der Fluss die eine Welt von der anderen trennt. Also so zwei Realitäten getrennt durch einen Fluss. Also der Fluss natürlich in irgendeiner Form so eine Art Membran oder so. Und das ist hier die Gruselwelt und da sind alle... ihr wisst, dass ich überkompensiere meine Angst und halte mich zu lange an diesen Malereien auf. Deswegen habe ich ja gesagt, dass das Spiel für mich nicht, wie es eigentlich angegeben ist, 20 Stunden oder so Spielzeit hat, sondern mehr, weil ich hier rumschisse. Und guck mal, hier ist übrigens der Rucksack und die Malstifte. Also das ist der Rucksack von dem kleinen Kind. Okay, mit wem hat die denn jetzt hier gelebt? In diesem Apartment? Hier muss ja noch ein Elternschlafzimmer sein. Ist es aber nicht. Oh, hier. Noten, zum Glück. Einsame Blumen. Opa 82 Nummer 3, Robert Schumann. Kann das einer von euch bestätigen, der sich damit auskennt? Was ist das für ein Lied? Also kann das einer von euch mal eben im Chat vorsingen, dass ich einmal das einzuordnen weiß? Ist das besonders gruselig oder... Guck mal, hier gibt es auch Schallplatten. Können wir diesmal aber keine mitnehmen. Was ist das? Locket? Ladies? Huf, okay, alles klar. Jetzt haben wir diesen Schlüssel. Also auf jeden Fall ist hier irgendwo noch so ein Vieh. Das habe ich... Aber wo? Ich höre es doch... Oh Gott. Wo ist es denn jetzt? Hier war ich schon. Wo hat sich's denn... Ist einfach alles viel zu gruselig. Ich sollte mal wieder versuchen, zum Safe-Punkt zu gelangen. Hier irgendwo. Ja, du Grusel! Grusel! Fuck! Oh, ich habe so harte Gänsehaut. Geiert noch was rum. Die sind noch nicht... dumme Idee. Tür aufmachen und dann... Geiernase Nummer 2. Kakerlake auf jeden Fall. Aber die kann ich auch ablenken. Das kann auch ein Ablenkungsmanöver sein. Für ein richtiges, ultra ekeliges Wesen. Die Kakerlake einfach nur als Ablenkung. Ich glaube nicht, dass das nur die Kakerlake ist. Mehrere Kakerlaken, Kakerlakenfamilie. Ausgelöscht. Boah. Was ist das? Ist das ein Pfeil?
Guck mal, sieht aus wie ein Pfeil. Bitte bring das zu Mrs. Millie in die 102. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um sie. Sie ist seit Tagen dort eingepfercht mit seinen ganzen Habseligkeiten. Sie will sie nicht mal wegräumen und wehe, wenn man versucht, was anzufassen. Es bricht mir das Herz, wenn ich nur daran denke. Mrs. Millie, was ist das, die 102? War das das mit dem Brautkleid? Warum macht er die Taschenlampe jetzt nicht an? Ich sehe doch gar nichts. Gibst du Taschenlampentaste? So, in der 102. Oder waren wir überhaupt schon? Waren wir schon in der 102? Nee, da kommen wir nicht rüber. Da ist ja zu. Nee, wir waren noch gar nicht in der 102. Vielleicht mit dem Schlüssel jetzt. Warum macht er die Taschenlampe nicht an, obwohl ich sie gebrauchen kann? Ich bin der Taschenlampenmann. Jo, also hier ist nix. Dann. Uff. Ich will bitte. Allen Ernstes. Wieso macht er. Gibt es eine Taste für die Taschenlampe? Warum sollte ich sie ausmachen wollen? Ich sehe gerade überhaupt gar nichts mehr. R3, danke. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, sie auszumachen. Also noch nicht, wer weiß. Ach. Okay. Safen. Sowas von safen. Hier ist Klippo, ne? Hier darf keiner rein, oder? Oh mein Gott, ey. Warte mal, dieser Knauf, den ich gefunden habe, der war ja auch rund. Three bright coins in the five holds be. First sits in the maiden underneath the tree. Das ist dann natürlich der dritte in der Mitte, oder? Obwohl, ja, die anderen beiden sind. The wind from behind the maiden doth blow, a beautiful flower alone has to grow. And here comes the man to sleep and so fine. The pale moonlight is ice both. Schein. Also das sieht doch aus wie ein Apfel. Also wenn das ein Apfelbaum ist, ist das überhaupt ein Apfelbaum? Aber könnte ich nicht. Nee, das ist offensichtlich falsch. Hätte aber sein können. Ist ja auch rund. Okay, dann lass uns direkt wieder raus hier aus dem Klipporaum. Und jetzt versuchen wir da mal rechts lang zu kommen. Ich würde eigentlich gerne nochmal diese Notiz lesen. Habe ich die aufgesammelt? Da gibt es diverse schwarze Bretter. Oder ist die in meinem... Habe ich ein Inventory? Warte mal. Notizen. Da. Der 217. Apartment 217. Da ist sogar ein Fragezeichen. Das ist ja cool. Da sind wir aber noch nicht hingekommen. Da wollen wir aber hin. Das heißt... Sag mal, Freunde, das war doch vorhin nicht auf. Wieso ist denn das jetzt offen?
Ich sehe es, ich sehe was. Warum? Ekelhaft. Was bist du? Ach, so ein Kotzboy. Hier. Zertrampel. Da ist noch mehr. Ich sehe ihn in den Schatten rumnesteln. Oh, der hat mir aber richtig eingegeben. Hack. Zerbrösel. Boah. Unangenehm. Was? Wo bin ich denn jetzt? Wieso ist da noch ein Fragezeichen? Hm? Da bin ich ganz unten. Aber war ich da nicht schon, wo das Fragezeichen ist? Was war das? Habt ihr das gerade? So ein Blitz? Da war doch so ein Blitz. So, jetzt. Ich höre kein Radio. Wehe, hier ist noch ein Überraschungsgast. Wehe, hier ist ein Überraschungsgast. Ich gucke einmal nach. Das ist so eine richtige alte Damewohnung hier. So, ist es nicht sogar die alte Dame, nach der wir schauen sollten? Vielleicht war das die alte Dame auf dem Gang. Nichts drinne. Was sagt die Uhr hier? Ja, 10 nach 9 oder so, ne? Oder Viertel nach 9? Überall, ne? Überall gleich. Wo ist der dicke Zeiger? Ja, jedenfalls ist, glaube ich, überall die Zeit stehen geblieben zur selben Zeit. Valentinstag. Vier. Warum eine 4? Warum eine 4? So, hier waren wir schon drin. Haben wir alles geguckt. Noch einmal schnell. Okay. Apartment 101. Nee. Ja, das war der Besuch. Okay, das war die alte Dame, aber. Warum denn eigentlich dieser Strich da? Ach. Du hörst schon wieder knistern. Ich gehe natürlich nochmal safen. Wir können, glaube ich, auch mal so ein paar ältere überschreiben jetzt. Und jetzt gehen wir. Da ist noch so ein Fragezeichen. Why? Warte mal. Also hier ist ja wahrscheinlich immer noch. Oh, fuck. Hier waren wir schon.
Ja. Ich hatte vergessen, dass wir hier schon mal waren. So. Dann. Hier hatten wir noch nicht probiert, lustigerweise, weil wir durchs Fenster sind, instinktiv. Mist. Da geiert auf jeden Fall irgendwas rum. Das haben wir schon gelesen. Aber ganz ehrlich, okay, der ist ja massiv verstopft. Das ist ja wirklich eklig. Ich hatte mal eine Wohnung, in der es sowas gab. Das war das Allerbeste überhaupt. Da hatten wir auf dem Balkon, hatte ich so einen Müllschacht. Und da konnte ich den ganzen Müll einfach immer in diesen Schacht schmeißen. Das war so gut. Also, vielleicht muss ich da von oben ran. Durch die Tür, wo komme ich denn da? Da, warte mal, so über den. Da ist zu. Ich muss von der anderen Seite kommen. Vielleicht muss ich über den. Links nochmal auf den Innenhof. Und dann von da über ein Fenster einsteigen. Über Apartment 116 oder 114. Und dann komme ich von da, weil hier ist ja eindeutig irgendwas. Noch irgendein Geheimnis. Aber ich kann ja hier nichts machen. Ich kann ja hier nicht interagieren. Schweine, los! Ach, das muss ja so gottlos stinken einfach nur. Ja, also dann, was halten wir davon? Hier komme ich nicht weiter. Apartment 107 waren wir schon. Apartment 105 ist zu. Komme ich vielleicht mit dem Wagen noch in irgendein anderes Fenster hier rein? Nee. Die sind alle geschlossen. Da oben müssen wir dann aber nochmal in die anderen Etagen gucken. Feuerleiter, wie ist da? Feuerleiter-Action kommen wir auch noch nicht hoch. Ja, ich glaube, wir müssen da über den anderen Park. Hier kommen wir auch nicht weiter. Dann. Lass mich mal kurz schauen, wenn wir jetzt hier rechts raus. Ah, die Tür ist. Genau, die ist zu. Da und dann über das Ding. Warte mal. Vielleicht, wenn wir jetzt hier rausgehen. Hatten wir nicht hier. Was? Wieso? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich dachte, das wäre offen. Das stellt sich raus, das ist überhaupt nicht offen. Ich dachte, ich wäre durch diese Tür reingekommen. Sind wir da nicht durch diesen fiesen Nebel gejoggt und sind dann hier... Vielleicht doch nochmal die eine Etage hoch. Vielleicht habe ich jetzt irgendeinen Schlüssel gesammelt oder so. Irgendwas Neues, ich weiß es nicht mehr. Ugh. Nochmal... Grusel-Apartment. Okay, hoffentlich ist jetzt hier nichts mehr. Da können wir jetzt durch. Ja. Oh. Hä? Haben wir den schon erledigt? Der so. Also er scheint mir sehr tot zu sein, aber ich. Manchmal stehen die auch wieder auf, ne? Ich weiß nicht mehr, ob ich hier schon war. Ich habe zu viel Angst.
Nee, 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 da wollte ich gar nicht hin. Obwohl, da, warte mal, da ist 2, 1. 2, 1, 7 ist da hinten, aber da komme ich doch nicht hin. Da ist zu. Da sind wahrscheinlich nur Fenster. Guck mal da, da ist so ein Pool, so ein Gemeinschaftspool. Mitten in so einem Beton-Innenhof ist auf einmal ein Pool, oder was? Und in dem Pool ist ein Kinderwagen. Okay, hier ist, genau. Fuck, was ist das? Ah, eine rote Gestalt oder was? Oder was ist das? Grusel! Fuck! Okay, hier ist der Müllboy. Oh, das ist fucking gruselig. Nicht den Kopf. Nicht den. Du steckst nicht den Kopf! Bist du wahnsinnig! Aber da ist eine Münze. Gib mir die Münze. Hä? Hat er jetzt die Münze genommen? Oder kriege ich die erst, wenn ich da jetzt irgendwas mache? Hallo? Da war eine Münze drin. Ich habe noch nichts bekommen. Was soll denn das? Ich glaube, ich muss hier erst vielleicht von ganz oben irgendwas durchjagen oder so. Aber ich darf auch nicht nochmal reingucken, aber da war eine Münze, eine goldene. Die könnte vielleicht für die Kommode sein in dem Safe-Raum. Ich könnte auch mal die Nummer da anrufen. Okay. Wie komme ich jetzt? Guck mal, da ist auch noch ein weiteres Treppenhaus, ne? Boah, es ist einfach hier. Warte. Ja, da komme ich leider nicht durch. Aber das ist hier einfach so fucking gruselig. Das sieht doch aus wie eine Gestalt. Das seht ihr doch auch, oder? Das kann auch, mein Auge kann mich auch komplett trüben. Okay, hier sehe ich ja gar nichts. Nee, das ist nicht fair. Das ist überhaupt nicht fair. Ich sehe nichts. Und ich weiß, dass hier was ist. Ist das gemein. Ich nichts sehe. Und irgendwo lauert der Lump. Der Lurch. Fuck. Oh, hier ist eine Zwischenwand! Gänsehautaktion. Pets under the garden. Puh. Okay, erstmal muss ich diesen Raum hier, alle Räume mir angucken. Fuck. Was denn jetzt? Hallo? Was haben wir da gesehen? Ha? Wirkt das? Passiert da irgendwas? Also entschuldigen Sie bitte, aber da ist doch eindeutig irgendwas, ist ja doch. Guck mal, hier stand eine Kommode, das sehe ich doch. Hier stand eine Kommode. Die wurde weggerückt. Was ist das denn da? Nee, 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 Leute. Ich weiß doch, wenn ich einen Geheimgang sehe, weiß ich das doch.
Was ist, ist das ein Gesicht oder was soll das sein? Ach. Puh. Aber es scheint mir, dass in diesem Raum dann nichts mehr Gruseliges ist. Los. Hallo? Warum? Warum krieg ich jetzt? Toll. Alles klar. Dann schlüpfen wir da ja mal durch diesen sehr einladend aufklaffenden Spalt hindurch. Da habe ich ja richtig Lust drauf. Aufgrund der laufenden Renovierungsarbeiten werden alle Mieter gebeten, die dritte Etage des Gebäudes nicht zu betreten. Mit freundlichen Grüßen, die Verwaltung der Woodside Apartments. Aha. Nein, ich bin sehr dumm. Ich habe halt original den falschen Knopf gedrückt. Ich habe aus Versehen eine Tinktur verschwendet. Habt ihr das gerade gesehen? Ich wollte eine andere Taste drücken und habe mich verdrückt und das ist teuer gewesen. Hallo? Zeit nochmal. Warum so gemein? Und Einkaufswagen. Nur Leute, guck mal, hier sind sogar Einschusslöcher in den Fenstern. Und die Hausverwaltung behauptet, da wäre keine Pistole zu finden gewesen. Das ist doch einfach eine richtig gemeine Lüge. Okay, dann. Ja, ganz in Ruhe. Hier ist verbarrikadiert. Also guck mal, hier hat sich einer verbarrikadiert, der wurde richtig rumgeballert, die ganzen Patronenhülsen hier. Was ist denn hier los gewesen? War da gerade irgendwas? Nee, das war nur so ein Leuchtpunkt. Guck mal hier, was hat er denn hier gemacht? Hat er sich so ein... Also entweder der ist durchgedreht und hat einfach rumgeballert oder der hat sich hier mit der Polizei irgendein Gefecht geliefert. Was da oben drin? Nix. So, dann widmen wir uns mal diesem mysteriösen Einkaufswagen. Ach, das ist ja... Lol. Ich dachte, das wäre der Einkaufswagen, aber das ist sie ja schon. Halte L2, um zu zielen, drücke R2, um zu schießen. Nehme ich. Aber wisst ihr, was mein eigentliches Problem ist? Ich kann davon ausgehen, dass ich sie jetzt zeitnah benutzen muss. Und das macht mich ganz nervös. Was man natürlich auch immer nicht weiß. Also was für Gegnertypen gibt es dann noch? Sollte man sich die Munition bei diesen Standard-Mobs sparen? Okay, also wir können durch diesen Spalt da zurück. Ansonsten haben wir da noch das Fragezeichen und das müsste doch eigentlich der Müllschlucker sein. Und vielleicht werden wir von weiter oben. Angeblich dürfen wir die dritte Etage nicht betreten, aber daran halten wir uns natürlich nicht. Das heißt, wenn wir da irgendwo durchkommen und dann vielleicht in der dritten Etage irgendwas den Müllschlucker runterschmeißen, irgendwas Schweres, dann sackt das alles ab, dann gehen wir raus und
Nein. Nein, ich habe... Was ist das denn sein? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Mann, ey. Ist euch nicht gruselig zumute? Irgendwie ist es... Frage, kann man so ein Schloss aufschießen? Oder ist das... Blöde Frage. Ich würde jetzt versuchen, das aufzuschießen, aber die Frage ist, ob das funktioniert. Warum wibbelt das so? Ich will keine Muni verschwenden. Geht nicht? Okay. Ja, dann verschwende ich keine Muni. Hat das eigentlich mal irgendjemand getestet? Ob man so Schlösser aufschießen kann? Ja, oh Mann, ey. Warte mal! Fuck! Der Fernseher ist an! Fuck! Was ist das? Ist das ein Kopf? Sollte ich da prophylaktisch mal drauf schießen? Dürfte eigentlich nicht funktionieren, weil es ja, glaube ich, auch wahrscheinlich ein Ladepunkt ist, ne? Boah, fuck. Oh Mann, jetzt habe ich Angst. Oh nein, wer hat das denn jetzt hier drapiert? Ja, ich befürchte, du musst den blutgetränkten Lappen vom... ja, du musst es tun. Er traut sich nicht, ich verstehe es aber auch komplett. Aber nur mal, um sicher zu gehen, dass unter dem Lappen dann nicht so ein Beinwesen wohnt. Was guckt er denn? Ist da irgendwas zu sehen? Da ist irgendwas eingebrannt. Sehr stabiler Fernseher. Diese Qualität wird heutzutage gar nicht mehr gebaut. Komm, der lag doch vorhin nicht da. Da sind wir uns doch einig. Da hat mich doch jemand ganz gezielt auf die Fährte gebracht. Das Ding hier, ne? Hier ist irgendwas noch. In Zimmer 213 ist irgendwas noch. Aber was? Gruselzeit. Okay, dann gehen wir mal nach gegenüber. Oh, das ist sehr. Nur. Nee. Warte. Hier muss das sein. Nee, warte mal. Hier kommt jetzt irgendwas. Okay, also. Unglaublich gruselig, einfach nur. Die Tür will er nicht mehr anfassen. Aber ihr hört das doch auch, das tropft da drin. Mach auf!
Die Tür wird nicht mal angezeigt, aber man hört es da drin tropfeln. Das ist doch unheimlich. Ah! Kleines Fläschchen. So, kann ich jetzt hier die Feuerleiter runter machen oder what? So komme ich in Zimmer 210. Ups, die Polizei hat es nicht gesehen. Ich breche ein. Hi, da sehe ich ihn. Das ist ein sogenannter Kopf-Johnny. Die sind sehr brutal. Was ist deine verwundbare Situation? Oh, der hat geduckt! Ne, ich hab zuerst geschlagen! Ich hack da nochmal drauf, ist mir egal. Oh, hier. Ne, ich hör's. Dieses Geschnatter. Oh, jetzt. Oh, dieses schmierige Geschnatter von den. Fuck. Hier ist auch noch ein Kühlschrank. Unheimlich. Also so, jetzt können wir uns nochmal in Ruhe umsehen. Ein Heizer, ein Stock. Dieser Blitzflash, habt ihr das gerade gesehen oder ist das hier, liegt das, habe ich hier gerade irgendeine Lampe bei mir gezuckt? Das ist doch immer so ein Flash. So, ich Fernsehen. Hm? Fuck, das... Über mir vielleicht. Ich glaube, es könnte über mir sein. Scheiße. Da wäre man nämlich nicht durchgekommen. Nix. Usch. Oh, ich sehe nichts. Wo bist du? Fuck. Oh Mann. Er friert auch ganz bitterlich. Hört ihr das? Wie er so erschaudert. Ich kann es ihm überhaupt nicht... Oh nein, so einer. Auch immer aus Versehen, dass... Was, bist du ein Kotzer oder ein Beinboy? Kotzer. Ach, wie sich deren Silhouetten dann immer so am Ende des... Was? Was? Nein! Was ist denn das für eine Neuartigkeit? Hallo? 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 Wer bist du, Lazarus oder was? Nee, das ist aber auch jetzt nicht in Ordnung. Da geht's hoch.
Oh, was ist jetzt hier? Oh Gott, da steht irgendwas an die Wand gepinselt. Wo bist du? Zeig dich, da. Ich weiß nicht, wie zwei sind eventuell. Ich weiß, man rennt hier rein, aber kann sein, dass zwei sind, ne? Wehe. Wehe. Hier brennt eine schöne Lampe noch, eine schöne Nachttischlampe. Welcome home. Ah, das ist ja ein bisschen zynisch, ne? Ich wusste, dass es ein zweiter Pimmelmann ist! Unfassbar! Das war so klar, dass da ein zweiter ist. Das war nämlich die eigentliche Falle, die ist gar nicht so richtig aufgegangen jetzt. Die eigentliche Falle war, dass ich quasi hier mit ihm kämpfe und dann dem Bad da den Rücken zu kehre und dann kommt von hinten der Fußkopf angewienert. Der eigentlich in, der gehört nach Elden Ring. Wieso ist überhaupt so ein... Ach. Ey, Night Bunny, Crystal One, DLC 14, vielen Dank. Burla Support. Was ist das hier schon wieder für ein Geräusch? Bin ich kein Fan von diesem Geräusch. Was ist das für ein Schaben und... Was? Warum? Dann gehen wir da die Treppe hoch, oder? Was? Wieso ist die Tür aufgegangen? Habt ihr das gesehen? Wer von euch hat die Tür aufgemacht? Ich war's nicht. Wer von euch war das? Nein. 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 Wieso komme ich jetzt hier nicht? Da könnte ich doch easy... Das wäre doch gar kein Problem. Eigentlich. So, hier ist wieder was Ekliges. Ja. Nein. Kriegst du so einen von mir? Spratz, Spratz, Schatz. Nein, Schatz. Spratz, doch nicht. So. Toll! Oh, Himmel, 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 Himmel. Oh, was ist das? Shotgun aktiviert. Damit komme ich jetzt nach oben. Aber bevor ich hier irgendwas... Das könnt ihr vergessen. Ich mache jetzt hier gar nichts. Ich gehe erstmal hier runter.
Und so, jetzt müssen wir uns das merken. Warten Sie. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Nee, das wollte ich gar nicht. Das war ich. Es war auch nicht mein Plan. Ja, ich spring. Ja. Danke, jetzt. So, Nils, warte mal. Konzentrier dich doch mal ganz kurz. Hier links müssen wir. Da ist der Müllschacht. Links. Okay, der Weg ist weiter gewesen, als ich jetzt gedacht hatte. Aber es ist doch völlig klar. Nein! Ich hab's wieder getan! Warum drücke ich denn immer... Ey, in welchem Spiel ist es Dreieck? Es gibt irgendein Spiel, wo es Dreieck ist, also auf der auf dem PlayStation-Controller, wo man interagiert. Und ich habe irgendwas kürzlich gespielt, wo es das Dreieck ist. Und ich drücke immer als Interaktionsknopf das Dreieck. Es ist Bloodborne und Elden Ring, ja, ne? Das ist gerade komplett verhängnisvoll. Ich habe zwei von diesen kostbaren Getränken verschwendet. Deswegen halt. Mir ist es auch sehr oft passiert, habe jetzt die Steuerung unbelegt, ja. Puh, Läuse sind übrigens auch Bloodborne. Oh, sehr schön, ja. Der gefällt mir. Good News, du kannst nur trinken, wenn die HP fehlen, aber also völlig verschwendet war es nicht. Aber das ist gut zu wissen, danke. Trotzdem grauselig. So. An der Stelle machen wir eine kleine Gruselpause. Das war Silent Hill Folge 2. Also, zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr dieses Video konsumiert, ist es folgendermaßen. Kurze Ansprache. Ich nehme die Brille ab, um die Ernsthaftigkeit dieser Worte zu unterstreichen. Hört kurz zu. Es ist ja immer so. Ich spiele viele Spiele an, weil mir das Spaß macht. Und dann gibt es immer mal wieder Spiele, die das Potenzial haben, dass ich sie auch durchspiele, aber ich kann nicht alle durchspielen. Ich muss mich für einige wenige entscheiden, weil es ist zeitlich nicht möglich. Bei Silent Hill gab es schon viele von euch, die gesagt haben, sie hätten Bock, dass ich weiterspiele. Das war jetzt Folge 2. Wir machen jetzt mal einen Deal. Ich bin jetzt im Urlaub und werde wahrscheinlich vorm Urlaub 0 bis 1 weitere Folge schaffen. Das heißt, es kommt in den nächsten 2 Wochen entweder eine oder keine Folge, je nachdem, was ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr, so wirklich. Vielleicht schaffe ich noch eine maximal. Wenn ihr jetzt Bock habt und das reichhaltig klickt, dann spielen wir es durch. Wenn ihr das Interesse verloren habt, dann ey, dann halt nicht. Das ist, liegt jetzt auch an euch und eurem Interesse an diesem Video einfach. Wenn ihr dabei bleibt, bleibe ich auch dabei. Aber es gäbe dann eine kleine Pause, wie gesagt, die einfach urlaubsbedingt ist. Mir gefällt das Spiel, es ist unglaublich gruselig und ich bin halt so ein Typ, der sich darauf auch einlässt und ich erschrecke mich. Ich habe hier wirklich ganz oft einfach ganz Körpergänsehaut, ihr seht das nicht, aber es ist, ich bin einfach anfällig für so Gruseleien. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen einigermaßen voran in dem Spiel und das ist ja das Wichtigste. Das war Folge 2. Vielleicht wird es weitere geben. Tschüss, Leute.